Hey, ich wollte gerade nicht so aus der Haut fahren. Es tut mir leid. Ich war halt einfach nur enttäuscht, als ich den Namen wieder gehört habe. Und wenn ich Natalia... Mhm. Wenn ich Natalia im Kopf habe, dann brennt bei mir alle Sicherungen durch. Ich dachte, ich habe sie für die große Liebe gehalten. Das Einzige, was sie von mir wollte, ist eine Green Card. Und... ich meine, das hat irgendwie gepasst. Wie die Faust aufs Auge. Ja. Wir haben telefoniert, wir haben geschrieben und... Ich habe mir schon so viele Dinge mit ihr ausgemalt. Und dann kam Frank und hat alles kaputt gemacht und hat sie für sich beansprucht und hat mich heute verraten, weil ich mich mit ihr treffen wollte, mein neues Auto zeigen und sie hat ihn mitgebracht, obwohl wir eigentlich die Absprache geführt haben, dass es nicht passiert. Und nur damit du weißt, warum ich gerade so über sie, dass sie hat halt, ich bin einfach nur enttäuscht und mein Herz ist gebrochen. Weißt du, ich liebe sie. Du bist die Schwester oder die Freundin? Die Freundin. Ah. Ja. Nur damit du Bescheid weißt. Sorry, du hast da eine schöne Tasche, die sieht teuer aus. Wenn du willst, kann ich dir auch meine kaufen. Nein, alles okay. Weißt du was, ich hatte einen ziemlichen Scheißtag und hab's an dir ausgelassen. Und ich hatte einen ziemlich Scheißtag und hab's an dir ausgelassen. Außerdem finde ich deine Gelnägel echt süß. Die sind toll. Die stehen dir. Danke. Okay. Ich würde gerne Natalia eine auswischen. Und hey, mir geht's einen guten Wieden. Und aus der Rache heraus würde ich dann einfach dich daten. Ist das okay? Nein, danke. Ich bin schon vergeben. Also, seriously. Okay. Oh, meine Kette. Aber... Hat der Wesen einen neuen Mann? Nein, also ja, aber ja. Ey, dann, was ist denn er dann für mich? Ein Bruder? Okay, oder? Bist du. Kannst du nicht immer alles versauen und nervst Tiere, weißt du das? Was? Du sollst mich doch nur in Gefängen bringen! Dabei dachte ich so, du hast tollen Outen. Hab ich doch auch! Ey. Was will denn jetzt ein. Ey, was Herr Laser, tun Sie mir noch einen Gefallen? Können Sie mal Ihren Hobel da umpacken jetzt? Das also, mache da steht mit einem Halbverbot. Entschuldigung. Jo, danke schön. Kein Problem. Ich muss das Auto umpacken. So, pass auf. Ich brauche einen Führerschein. Der muss verlängert werden. Und den zahlst du mir. Hast du verstanden? Führerschein? Warten, kannst meinen haben. Kann ich nicht. Das ist dein Glauben. Es ist noch ein Gülden. Alter, 11.8. Wurdest du nie kontrolliert? Nie? Alter, Mann! Kannst du mir meinen bezahlen? Ey, was denn kosten dein? 600? 300? Okay, lass ein Abendgelden holen, dann kann ich zahlen. Warten, ist meine Lizenz noch ein... Okay, ich packe das Auto mal beim Taxi um. Ach du, wir fahren einfach mit dem. Kannst du kurz zur... Es hatten kein Auto da. Ja, komm, lass uns einfach meinen nehmen. Okay, schnell, bevor wir einen Aufentreiben tun. Sorry, das war ich nicht, das war mein Bruder. Ihr werdet uns niemals kriegen. Wir packen um. Parken bitte und dann mal stehen lassen, ja? Bis dann. Danke. Ey Leute, vielen Dank. Ich bestanke mich recht. Lass uns schnell ein Abendgelden holen, dann kann ich 600 Dollar dir geben. Gut, kannst du mich kurz lotsen? Ist das die richtige Richtung? Nee, wir müssen drehen umsen. Wie umsen? Wir müssen also noch nie... Führerschein verlängern, den temporären. Nein, ich muss doch ein Abendgelden erst holen. Was sind Geld? Was? Abendgelden. Was sind Abendgelden? Ja, Abendgelden, das der Mann immer gibt, Tom. Oh, je länger wir auf der Straße sind, desto größer die Chance, dass die von der... Ey, mit so einem Flitzen uns niemanden holen. Oden? Willst du damit implementieren, dass du im schlechten Fahren bist? Wo fahren wir hin? Warten! Die Champions! Ja! Okay, ich hab's wieder. Drehen umsen? Ey, drehen umsen! Und jetzt ein Wings? Und jetzt ein geraden? Genau, Risten. Dann Wings. Wing? Was für Wings? Risten? Sieht aus wie KFC? Alter, wohin?
Das großen Gebäude da rechts. Okay, ich seh's. Ja, wie ist das ein Problem? Genau. Hast du noch nie Abendgeld geholt? Lächeln. Hast du gelächelt? Das ist immer wichtig zu lächeln. Steig aus! Bis gleich, den guten, besten Freunden. Chihandros, danke für 10 gegiftete Subs. Ich weiß nicht, warum ich die Ehre habe, warum ich dein Auserwählter bin, aber es... So soll es halt sein. Man hinterfragt nicht. Einem geschenkten Gaul, du weißt schon. Vielen Dank für 10 Gegifteten. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Danke, danke, danke. Zwieback mit Honig, danke für den gegifteten Sub an die verlorene Seele Mascha. Danke schön. Auch schön den Namen zu lesen. Hallo, by the way. Und danke für den Sub. FaceRoll Gaming, danke für den für die 39. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich denk auch, das ist ganz der Jar Jar Binks, ne? Ich hab Jar Jar Binks nicht gemocht. Ich fand ihn nie witzig. Ich hab Jar Jar Binks nicht gemocht. Und ich hab damals insgeheim gedacht, dass er ein Sith ist. Achso, das soll man ja gar nicht sagen. Bis dann Episode 3 kam und es halt nicht der. Ich bin kein Twitten betrügen, Ote? Ote. Ote. Wo kennen wir? Oh. Moment, ich höre auch noch mein... Warte, ich glaube, ich muss auch mein Geld holen. Wie? Ich habe doch gerade gefragt, ob du dein Erbengeld geholt hast. Gültig bis 5.4. Ey, das gibt's nicht. Die Scheiße, ja, dann müssen das wir jetzt wieder zum Fucken. Ja. Ist das die richtige Richtung? Ja, jetzt ein Wingsen. Dann Guarden. Jetzt ein Wächzen. Dann Guarden. Dann Wingsen. Dann gleich ein Lieden Wingsen. Ich hätte angerufen, eine Sekunde. Hallo? Ja, schönen guten Tag, Herr Laser. Grüß Sie. Hallo? Mach auf Lauten. Erwischt Sie gerade im Auto? Ja, nein. Ja, nein, okay. Nee, ich bin gerade zu Fuß, ich muss zum Dingens laufen. Wer ist da? Zum Fuß, ja, okay. Er sagt doch, dass ich ein Fahren tun. Wir haben vorhin gesprochen, am Stadtpark. Ne? Fahren tun. Ah, ja, ja. Wegen der dritten Dame und so, sie erinnert sich vielleicht, ja. Ja. Wir finden Ihr Fahrzeug hier jetzt gar nicht auf dem Parkplatz. Wo ist denn das abgestellt? Wie Sie finden mein Fahrzeug nicht? Dein Freund hat geliehen. Sollte ja gegenüber vom Nordpark abgestellt werden, oder haben Sie jetzt in 2 Minuten Führerschein gemacht? Finlay ist gefahren, sagen. Nee, sagen Sie bloß, das wurde mir gestohlen. Stohlen? Sagen Sie bloß, hier wurde mein Auto gestohlen. Wie kennen Sie sich denn? Sie stehen 50 Meter Luftlinie von dem Platz entfernt und lassen zu, dass jemand mein Auto klaut? Ja, und jetzt kommt es noch schlimmer. Es wurde auch noch gerade ein Blitzer dafür gemacht, Blitzerticket verursacht. Um 21 Uhr. Frag mal, ob du gelächelt tun hast. Also, das ist ja wirklich, Achso, nee, warten, dann weiß er ja, dass du gefahren bist. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Können Sie das runternehmen? Dann hat ja jemand sich einen Scherz erlaubt und will mich wahrscheinlich in die Scheiße reiten. Datenschutzen. Was ist das denn? Das ist, wenn ja. Ich einen darf und tun, okay, gucken, bilden. Ja, vielleicht kommen Sie mal zum PD, dann können wir uns das nochmal genauer angucken. Ich komm mal zum PD gleich, ja, dann werden wir das klären. Ich bin gleich da, ich renne kurz nur und dann komme ich. Ja, okay, perfekt, bis gleich. Okay, dann lass uns schnell einen Science holen. Ganz schnell machen, ganz schnell. Und ich beeilen. Hi. Hi, mein Name ist Jonathan und ich würde gerne 2 neue Scheine verlängern. Alles klar, dann dürft ihr mitkommen. Okay. Ja. Okay, dann einmal den alten Schein, bitte. Ja, genau. Also einmal Schein Nummer 1 ist meine PKW, mein Führerschein, der vorläufige. Okay, und den möchtest du verlängern lassen? Den würde ich gerne verlängern lassen. Das kostet 700.
Ey, du hast ihn gesagt, ein Sechsenhund. Ja, ey, komm, ist doch jetzt auch nicht, das macht die das Ding auch jetzt nicht. Das macht den Kohlnissen fetten, ja, ja. Komm mal. So. Nein, nicht so. Also, sorry. Ey. Moment, wir sind noch nicht so weit. Wie? Ach so, dann... Ich hab ihm 800 Dollen gegeben. Nein, das ist alles mit Karte. Gib dir das. Ich hab ihm 800 Dollen gegeben, ey. Ihm, dem Blöden von uns. So. Ey. So, okay, also nacheinander. Also er zahlt für mich. Ich brauche keinen. Meiner ist noch bis 23 gültig. Bitte nochmal zu. Okay. Ich brauche, also, wir machen erstmal bei Ihnen. Sie brauchen nur den PKW? Nee, auch den, die Arbeitslosenbescheinigung. Meine ist noch okay. Bis 23 gültig. Und? Nö, ich dachte, hier gibt's, weil die so in einer anderen Stellung stehen, dachte ich ein bisschen Ärger. So. Dann das einmal 700. Moment, Sie bekommen sofort eine Rechnung. Nicht ich. Ich kann gerade ne. Wie kannst du gerade nissen? Dafür. Mann, es haben einen neuen guten Freund getroffen. Du hast mir zwar gesagt, niemals in fremden Autos steigen, aber er hat einen roten Flitzen. Sie hat sich echt gerade zu tun. Sie hört sich an, wer ist es? Wie heißt denn du eigentlich? Leg auf und bezahl für mich! Bezahl für mich, heißt der. Wer ist das? Leg auf? Ist das dein Vorname oder dein Nachname? Boah, Alter. Okay. Ich habe nicht so viel Geld, deswegen brauche ich die Arbeitslosenbescheinigung. Was machen wir? Hey, du dummer Wichser! Leg auf und bezahl mir das! Sonst schieße ich dich in Richtung Mond, das schwöre ich dir! Ey, sorry, ganz ruhig. Mein besten guten Freund braucht kurz meine Hilfe, Mom. Ich bin gleich bei dir. Jetzt warten doch einen guten besten Freund. Ich warte, damit du bezahlen kannst. Bis gleich, Mom. Ich rufe ihn zurück. Vertrauen wir. Hä? Der ist vertrauenswürdig. Okay, können Sie Rechnung stellen. 700 Dollar. Ey. Fang an, komm her zurück. Du brauchst dein Sein. So, okay. Sie zahlen die Rechnung von ihm, oder? Ich glaube, ja. Gedanken. Fang an, du kannst kommen. Hallo. So, okay. Entschuldigung, es war so laut mit Mom. Was hast du gesagt vorhin? Nix. Alles gut, mein Bester, alles gut. So, oh, hier wäre einmal der neue Führerschein. Vielen Dank, dann zeige ich Ihnen noch meine Arbeitslosenbescheinigung, die auch abgelaufen ist. Bitte. Perfekt, schön. Ja. Dankeschön. Natürlich. Und die neue Arbeitslosenbescheinigung. Vielen Dank. Okay, und bei Ihnen? Es braucht nichts zu tun. Ach so, okay. Ach so, Sie sind nur zum Zahlen mitgekommen. Ach so, ja, okay. Das machen Freunde so unter sich. Ja, okay. Okay. Alles klar. Dann noch einen schönen Tag. Ja, danke, ebenso. Tschüss. Ciao, die. So, denken dran, du darfst jetzt nicht hinfahren, sind die Wacken, weil sonst den gleichen sagen, ey, Auto ist geklaut. Weißt kannst du, was noch ich meine? Kannst du Dollar abheben? Ich hab da eine Idee. Hä? Ich hab doch eh über 1000 dabei gehabt. Wir hätten auch gar nichts Abendgelden holen müssen, fällt mir gerade auf. Vielen Dank. Yeah. Lass uns mal da nochmal hoch. Oh, die. Obwohl, warte, ich habe noch was vergessen. Vielleicht wieder da. Okay. Dann geh ich so lange mal einen rauchen. Sind das Zigaretten? Nee, gerade nicht. Ich glaube, ich habe meinen auf dem Beifahren sitzen gelassen. Hast du mal kurz einen Aufen? Das ist schon erledigt tatsächlich bei mir gerade. Wir können, denk dran, nicht zum Pieden fahren, ja? Laufen sind zum Pieden. Was sind jetzt meine Zigaretten? Denken an Blitzensen. Ich habe vor kurzem etwas gemacht. Was denn? Mit dem Auto. Die? Ich würde es noch einmal machen, aber
Das wäre langweilig und das will ich mir nicht nochmal leisten. Deswegen Glück, ne? Glück. Gott Glücken. Ne? Ja. Alles Rüsten. Glücken muss man tun haben. Kannst du mich dann beim Stuttenparken absetzen? Jetzt? Ja. Na gut, wenn du möchtest. Ja, dann. Du sagst das zum Piden, oder? Denk daran, ja, das ja, ist ein Fahnen. Ja, ich hab nur verdammt noch viel. Schade, ich dachte, wir verbringen noch Zeit. Aber alles gut, ich kann dich dann da absetzen. Nee, du, ich hab noch anderen Freunden. Ja, nee, kein Problem. Alles ich kenn das noch nicht so ja, gut. Ja, das ist kein Problem, ich respektiere das. Ey, cool, mein Besten. Ja, wo bist denn du hin? Ich komm jetzt in Wieden. Ich hab ja, meinen neuesten, Katana besten, hier. Gutsten Freund. Echt, ein Katten ist da. Ey, willst du nochmal zurück? Weil Katten ist denn da. Vielleicht kennst du Katten überhaupt? Nee, kenn ich nicht. Nee, kennt auf jeden Fall Natalia, die ist auch hier. Natten ist da, ja. Wenn du bei dem anderen da bist. Ja, ich bin doch mit ihm da. Ja, okay, wenn noch der derselbe von vorhin ist. Je. Ja, wir kommen. Ja, wo seid ihr? Auf welcher Seite? Da, wo auch der Parkplatz ist. Also auf der anderen Seite vom Taxi. So. Ja, da, wo der große Parkplatz ist, da, wo wir auch angehalten haben. Wo mein Auto steht. Also beim Taxen. Da bei der Bühne, bei der Bühne, bei der Bühne. Wo sind dann Bühnen? Ey, ey. Du hast da schon drauf getanzt. Achso, ja, stimmt. Wir sind da. Baudi, wo seid ihr? Ja, genau bei dir. Ja, Baudi, da bin ich. Ey. Gehen wir mal einen Natten halten. Willst du auch Hallen sagen? Nein, nein, nein. Ich habe noch viel zu tun. Du weißt ja, PD und so, die warten ja nicht. Erst dann, aber denk dran, Nissen mit dem Auto. Ja! Reinfahren, ich ja? Ich hab's verstanden. Ja? Okay, ja, ich wünsche dir was. Hey, du bist der Beste. Hau rein. Jonathan! Wieso willst du Natalia nicht? Wenn keiner. Stehen! Wieso fährst du meinen Bruder um? Na, was tue ich nicht? Das ist dein Bruder. Du hast meinen Bruder umgefahren. Wieso hast du das getan? Ich hab ihm jetzt 700 Dollar gegeben, jetzt sind wir besten, guten Freunden. Ey, Alter, was? Du hast ihm 700 Dollar gegeben? Er musste sein Führensansen nachmachen. Wieso gibst du tat dich überfahren, du Vollidiot? Ey, das war ein Stanton. Ach, Johnny. Wieso hast du schon wieder eine Halskrause? Auf keinen Parkplatz. Ey. Ja, ey, ja! Alter, noch nicht fahr weiter. Mann. Sehen Sie, so geht das auch, wissen Sie. Okay, wir atmen ganz kurz durch. Bisschen langsam in den Kurven, junger Mann, danke. Boah, ey, boah, boah, boah. Provoziert es nicht, danke. Ich fahr doch langsam in die Kurve. Oh, guck. Bitte, lieber Gott, gib mir ein Geschenk. Lass dieses Fahrrad nicht abgeschlossen sein. Bitte! Zeige mir, dass du es einmal gut mit mir meinst! So soll es nicht, so soll es nicht sein. Ich brauche mal ein Fahrrad. Okay, ich darf nicht vor dem Dingens parken. Achso, nicht auf dem Parkplatz, aber hier scheint's. Ist okay. Da passt schon. So. Ey, Leute. Wir klären das kurz. Ich sag, weiß ich nicht. Ich mache eine Anzeige hier. Hoffentlich finden sie es wieder und fertig. Roter Rand. Ach, da wird doch keiner hingucken. Ich glaube fest daran, dass wir das Glück auf unserer Seite haben und tatsächlich keiner gerade so. Kann ich Ihnen helfen? So? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber am besten ziehst du das Programm auf dem anderen Desktop. Na, auf der rechten Seite, dann hast du halt eine freie Arbeitsfläche. Hallo? Auf dem Hauptmonitor. Ja? Ja. Was machen Sie denn hier? Was machen Sie hier? Ihr hängt ja die ganze Zeit hinten rum. Ne? Da wollte ich mal jemanden nach vorne ziehen von euch. Ja, aber ja, steht hier offene Tür? Wie? Was? Steht hier Tag der offenen Tür oder? Nicht rein. Ja, also, ich fühle mich heute wie ein Idiot. Da dachte ich, ich wäre willkommen. Dann
gehen Sie bitte mal wieder nach vorne. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich sollte mich im PD melden. Und zwar wurde mein Auto geklaut und jemand hat damit einen Blitzer anscheinend ausgelöst. Und da wollte ich nur sagen, hey, hier, ja, und so, tralala. Nicht gut. Ja, das, ich sollte mich nur beim PD melden, bei irgendeinem Officer wurde das gesagt. Es wäre gut, wenn Sie sich die Namen merken, die Ihnen sowas sagen. Achso, ja, wenn sich das erledigt hat, dann sagen Sie, ich war hier und dann hat sich die Sache. Dann werde ich... Dann geben Sie mir einen Ausweis, bitte, dass ich mal nachgucken kann. Ja, selbstverständlich. Vielleicht steht bei Ihnen ja irgendwas in Aklam. Ja, nee, Öl, Arbeitslosenbescheinigung, Personal. Bitteschön. Okay, Herr Laser. Ich gucke mal nach. Selbstverständlich. Wurde der Name genannt? Nun Leute, ihr wisst doch, wie es ist. Es fällt einem halt schwer, immer sich sofort alles einbringen zu können. Ich meine, ich habe ja auch kein, wie nennt man das? Nicht. Steht hier nichts drin mit gestohlenem Fahrzeug. Oh, da habe ich aber gesagt, dass das geklaut wurde. Ja, es wurde halt geklaut und dann, ja, also ich sollte, das ist eine lange Geschichte, aber vielleicht finde ich es irgendwo. Vielleicht lässt das jemand halt wieder, rückt das jemand raus. Ich wollte nur also, zu Ihnen und mich melden. Wenn alles gut ist, dann gehe ich wieder. Nee, also der Blitzer ist tatsächlich noch offen. Wann wurde Ihr Fahrzeug denn geklaut? Bevor das mit dem Blitzer passiert ist, so vor 20 Minuten oder so. Also kurz davor. Okay. Woher wussten Sie dann von dem Blitzer? Weil der Kollege mich angerufen hat, hat gesagt, Herr Laser, Sie sollten das Auto doch dahinstellen. Das haben Sie aber nicht gemacht, weil Sie keinen Führerschein haben. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe das nicht benutzt. Ich bin auf dem Fuß zum Typen, der mir den verlängerten Führerschein gibt. Dann wurde es anscheinend geklaut. Und dann hat jemand noch einen Blitzer damit jetzt ausgelöst. Also, ne, ist zu schnell gefahren mit dem Auto. Und jetzt habe ich das in meiner Akte zu stehen. Das ist alles so blöd gelaufen, ey. Da will mir einer wieder voll ans Bein pissen. Und ich bin doch schon so arm und habe einfach nur den Struggle generell durchs Leben zu kommen. So. Das ist einfach alles scheiße. Ja, aber was erzähle ich dir meine Leidensgeschichte, ne? Sind ja nicht mein Therapeut. Gut, ja, Sekunde, ich guck mal kurz das nach. Ja, was soll ich denn machen? Ich meine, also man sollte mir mal anrechnen, dass ich jetzt trotzdem den verlängerten Führerschein gemacht habe. So schlimm war das jetzt nicht. Und jetzt habe ich erfahren, ich habe den... Ja gut, das Problem ist mehr oder weniger, dass sie das Fahrzeug danach in Anführungszeichen gestohlen gemeldet haben. Nein, weil ich ja vorher nicht wusste. Ja, möglich ist es. Hat jemand anders noch einen Schlüssel zu dem Fahrzeug? Nee. Ja, komm, dann zahle ich das. Wie viel macht das? Ist egal. Ja, ich lasse das irgendwie orten. Dann zahle ich einfach. Ich will keine Umstände bereiten. Wie viel waren das? $250. Oh. Können wir das bar machen? Nee, kann man nicht. Sie können auch ins Minus rutschen, dann können Sie das bar einzahlen irgendwo. Achso, okay. Nee, im Minus bin ich sowieso nicht. Ich bin fett im Plus. Dann, okay, dann haben wir das. Dann suche ich danach. Alles gut. Ich möchte Ihnen noch nicht weiter die Zeit stehlen. Gut, dann vermerke ich das jetzt auch mal nicht, ja, dass hier Ihr Fahrzeug gestohlen wurde und dann vielen ist das Dank. Gut. Schönen Abend alles noch. Klar. Tschüss. Jetzt bist du doch mein Bester. Der hat keine gute Laune, ne? Gar keine gute Laune. Ja, was soll ich denn machen, Leute? Nicht schnell fahren. Ach Gott. Aussteigen, Personalausweis, Führerschein. Also so wie hier gefahren wird, da kann ich darauf wetten, dass der entweder abgelaufen ist oder sie gar keinen hatten. Aussteigen, Personalausweis, Führerschein. Was haben Sie hier hinten verloren? Was Sie? Ich habe hier... Sie haben was verloren! Eindeutig haben Sie was verloren! Ich nicht. Ich habe hier nichts verloren. Da eben. Wenn Sie hier nichts verloren haben, was machen Sie denn hier? Gehen? Ja, dann viel Spaß. Ich lasse Sie nochmal davon kommen. Ich gebe ihm bis 22 Uhr Zeit, dann machen sie einen verlängerten nach. Sie parken das Auto dann hier um die Ecke, gehen entweder zu Fuß oder holen sich ein Taxi, wie ein anständiger Bürger. Bis dann. Und dann melden sie sich im PD. Hallo, hallo, was machen Sie da? Unser Auto beschlagnahmen. Also Ihr Auto? Wieso?
Ja, wir haben es ja bezahlt zuletzt, also wissen Sie nicht mehr? Hallo Officer, ja, ich bin da dabei, ich mach doch alles, was Sie wollen. Guten Abend, Herr Laser. Oh nee. Wunderbärchen. Wir wollten nur sicher gehen, dass Sie uns nicht vergessen haben. Ich hab Sie nicht vergessen, Officer. Ich bin immer, wenn irgendwas passiert, sage ich Ihnen alles. Deputy, okay, sorry. Cool. Na, damit Sie Bescheid wissen. Verdammt, ich weiß doch, dass ich... Durch Sie habe ich auch das Baby noch behalten können. Das vergesse ich Ihnen nie. Herr Laser? Sie haben mich von meinem Auto-Jugendamt bewahrt, ja? Wir haben da so ein Problem mit dem Auto. Ja, was denn? Der ist nicht abgeschlossen, ihr Baby. Oh, habe ich vergessen. Ja, wir haben einfach mal drauf aufgepasst. Beim nächsten Mal vergesse ich das nicht, entschuldigen Sie. Das nächste Mal einfach im Zettel. Ne? Deswegen haben wir auch aufgepasst, genau. Danke sehr, vielen Dank. Diese Beziehung beruht auch auf ein ständiges Geben und Nehmen. Das ist gut, dass wir da im Verhältnis zueinander stehen. Danke sehr. Hervorragend. Danke sehr. Oh, Leute, es waren die anderen Polizisten. Es waren die, die mir wohlgesinnt waren. Und so sehr auf, Laser, ne? Tschüss. Auf Wiedersehen. Waren das nur die einmaligen 100k? Oh, knappe Sache. So, jetzt werde ich mal ganz kurz wissen wollen, warum mich Macaroni angerufen hat. Das gibt's doch nicht. Ey, kann das sein, dass sich mehrere nette weibliche Personen suchen? Also die Textnachricht hat auf jeden Fall lang richtig. Das ist ja... Entschuldigen Sie, ich werde verfolgt. Der müsste gleich um die Ecke kommen. Genau, ach, der fährt jetzt weiter, wie komisch. Alles gut, ich wurde nur fast eingepackt. Schönen Abend noch. Was machen Sie hier leider? Nix, gar nichts. Es sind einige Leute, die wahrscheinlich Auge auf mein Auto haben, machen. Deswegen. Aber Sie machen keinen Blödsinn. Nee. Wir haben ja unsere Nummer, falls das ist, ne? Natürlich, bis dann. Super, ja, tschüss. Nee, die Dulli-Bande. Die Dulli-Bande. So, ich muss mich mal ganz kurz... Die sind hinter mir. Also die Polizisten. Ich muss mich mal ganz kurz irgendwo verstecken, wo die mich nicht erwischen. Und dann werde ich mal den Diplomaten raushängen lassen und übers Handy einige wichtige Anrufe tätigen, um vielleicht die hitzige Situation doch ein bisschen abkühlen zu lassen. Wie wär's? Fahren wir mal hier rein. Ja, bitte. Pietro, warum hast du angerufen? Weil ich Sehnsucht hatte nach dir, mein Freund. Ja, okay, du warst anscheinend mit dieser komischen Bande da unterwegs, ja? Was, alles gut oder wie? Was geht? Ach so, ja, ich habe irgendwas mitgekriegt. Du hast irgendwelche Leute beleidigt, unter anderem so eine Natalia oder sowas. Also, Natalia, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch etwas voreilig. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sehr materialistisch veranlagt ist und mich nur haben wollen würde, wenn überhaupt, da stehen wir noch in einem Konflikt mit einem anderen Herrn, wenn ich reich bin und eine Green Card besitze. Und dann habe ich sie halt, ich habe sie eine SCHLAMPE genannt. Und das war nicht richtig, aber ich habe mich auch entschuldigt. Und dann habe ich auch ihre beste Freundin so genannt, und den anderen Typ mit der Halskrause, den habe ich fast tot gefahren. Aber... Es schien alles wieder in Ordnung zu sein. Ja, dann ist alles wieder gut, ne? Außer, dass du den einen Typen dort abgezogen hast für $700. Na, nicht abgezogen, er hat freiwillig... Alter, der hat die IQ von 3, ja? Ja. Du hast ihm wahrscheinlich gesagt, komm, hier, hast ein Los, hey, und dann gib mir Pietro, nur $700. Nee, pass auf, Pietro, ich behandle einfach jeden Menschen gleich, egal ob blöd oder nicht. Und da solltest du vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen. Seit wann das? Ja, ist so. So, nur weil er jetzt in die Kuh denkt. Hast du Selbsthilfekurs jetzt irgendwie belegt oder so? Und du bist jetzt ein neuer Mensch? Nee, ich sag ja nur so. Ist halt für mich halt wichtig. Für mich ist immer noch Mensch. Ja. Egal ob blöd oder nicht. Und ich gehe halt mit ihm genauso um wie mit jedem anderen. Und das finde ich, sollte man auch einmal mal schätzen. Und nur weil er jetzt hilfsbedürftig aussieht, was er tatsächlich nicht ist, der spielt euch auch nur was vor. Ist eigentlich ein richtig schlauer. Auch wenn er redet wie Jar Jar Binks, muss ich sagen, dass er. Trotzdem halt vielleicht ein fieses Game mit euch spielt. Aber da wirst du ja noch hintersteigen, weil du auch selbst ein Schlaui bist, Pietro. Ne? Glaube ich dran.
Ich bin sehr schlau. Na siehst du? Naja, hundertprozentig, ja. Na siehst du, dann nur mal so mal dazu jetzt. Und bist du gerade noch mit den ganzen Pfeifen unterwegs? Naja, die sind alle am Stadtpark und machen ihr Armdrücken, glaube ich. Okay, gut, dann lass die Kinder mal spielen. Dann die vielen Dank. Ich bin froh, dich mal erreicht zu haben. Ich bist klasse, ja? Natürlich. Bis dann. Hallo Unbekannt, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hast du mich immer noch nicht eingespeichert? Hey, wie geht's? Willst du nicht mal meine Nummer einspeichern? Ja, kann ich. Kommt drauf an, wie wichtig das jetzt ist. Bist du noch Millionär? Ja. Wo wohnst du? Das ist so ein abgeschottetes Gebiet mit Security und so. Das ist auch nicht im GPS eingetragen. Da wohnen nur die Stars, die Superreichen. Das ist auch so. Da habe ich Verträge unterschrieben, dass ich das nicht sagen darf. Sorry. NDAs. Ach, okay. Warum? Ich suche einen WG-Mitbewohner. Echt? Ja, ich möchte so eine riesige Villa holen, so in beiden Hotels oder so. Wenn ich allein kann, ich das dann, also kann ich schon tragen, aber ich suche einen reichen WG-Mitbewohner. Ich hab da einen, der könnte was für dich sein. Wirklich? Ja, der trägt ein Basecap nach hinten gedreht, glaube ich, und eine Halskrause. Der sollte gerade am Stadtpark chillen mit irgendwelchen Gangen, mit irgendwelchen coolen Leuten. Der passt. Warum hat der eine Halskrause? Der hat sich wehgetan. Anscheinend ist dem irgendein Vollidiot am Stadtpark einfach so, weiß nicht, 50 Meter über das Asphalt geschliffen oder so. Das ist ganz krank gewesen. Die suchen den auch gerade. Auf jeden Fall, der sollte vielleicht passen. Ist er reich? Ja, der ist reich. Der hat mir auch gerade noch was bezahlt. Der hat mir gerade meine Arbeitslosenbescheinigung verlängert. Oh. Führerschein, verwechselt. Warum? Mein temporären Führerschein. Man bezahlt ja keinen. Ja? Warum hast du keinen Führerschein? Ich, manchmal, da brauche ich ihn einfach nicht. Okay. Aber du hast ja noch dein dickes Auto, oder? Ja, klar. Ach, der rote, ne? Ja. Okay. Na gut, sonst geht's dir gut? Ja. Okay. Na gut, dann suche ich mal den mit Halskrause. Oh Gott, der sollte mit Pietro chillen, wenn du den kennst. Ah, ich sehe grüne leuchtende Haare. Okay, dann vielleicht ist er was für dich. Okay, danke schön. Sprich, lass dich nicht davon irritieren, dass er spricht wie Jar Jar Binks. Wer ist Jar Jar Binks? Das musst du herausfinden. Bis dann. Okay. Oh, mein Hals. Oh, scheint wichtig zu sein. Guten Abend, Herr Laser. Hallo, Agent Kriegskranks-Koss. Ich hörte, Sie fahren eine Kokette inzwischen. Also, Sie haben gutes Geld verdient. Ich mach Big Money Money, yeah. Boah, das ist aber sehr, sehr gut. Erinnern Sie sich noch, als ich Ihnen Geld gegeben habe? Da hatten Sie nicht so viel Geld. Nun, Agent Kriegskranks, ich habe halt was aus meinem Leben gemacht. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Boah. Wissen Sie, erinnern Sie sich, als wir darüber gesprochen hatten, als ich Sie kennengelernt habe und ich Sie zum Bauernhof begleitet habe, hatten wir abgemacht, dass wir mal miteinander sprechen. So ist das richtig, Agent Kratos. Wenn Sie wollen, können wir uns irgendwo treffen. Ja, um wie viel Uhr, wann? Am besten eigentlich so schnell wie möglich, sonst würde ich das die Tage machen. Agent Kicks, ich habe gerade eigentlich nichts zu tun. Wenn Sie wollen, können wir das jetzt machen. Ja, dann sagen Sie mir, wo wir uns treffen sollen. Hinterm Unicorn, das ist auch mein Lieblingsplatz. Genau. Dann bis gleich. Ich komme mal auf inoffiziellem Wege. Ja, ich natürlich auch. Ich meine, ist ja das Unicorn. Ja, wir können ja vielleicht auch mal reingehen, wenn die offen haben. Ja, na klar, das ist der perfekte Ort, wo niemand nachfragt. Können Sie mir was zu trinken mitbringen? Ich habe leider nichts. Ich brauche selber was zu trinken. Vielleicht können wir auch eine Runde laufen. Gut, alles klar. Dann danke. Bis gleich. Bitte, ich brauche irgendwas zu trinken. Hallo. Oh ne, ist ein Idiot. Ist auch so ein Idiot. Was denn? Oh. Hey. Scheiß Bonzenkarre. Ich weiß. Hey, willst du mir was zu trinken geben? Dann verspreche ich dir wieder arm zu werden.
Ich hab nichts zu trinken, hab gut. Petro alles gegeben vorhin. Kannst du jemanden Nettes fragen, der vielleicht zu mir kommen kann, um mir was zu trinken zu geben, aber nur eine Person? Na klar, und ganz mach schnell, ich bitte. Natürlich. Ja, genau. So, Anna, wir haben ganz viel Zeit, wir können auch telefonieren. Bitte, wirklich, ich bin bewusst fast am Verlusten, ich meine das ernst. Ja, ich hab hier noch, ja, den einen Fall da, den wir da geklärt haben. Hallo, eine kleine wichtige Sache. Ich weiß, das ist nicht die feine englische Art, aber hättest du was zu trinken? Ich bin wirklich, wirklich, mein Hals ist so fucking trocken. Besser. Jonas? Ja? Hey, ich bin Jos. Wie geht's dir? Ich hab was für dich. Ich muss aufsteigen. Okay. Junge, der hört sich an wie Kratos. Hast du nicht zu trinken dabei? Wie geht's dir? Ey, gut. Wie geht's dir, Bester? Ja, toppi, toppi. Das freut mich. Boah, ich bin fast... Also, mein Hals war so trocken, ne? Ich dachte gerade, ich... ist die Wüste. Ich danke dir auf jeden Fall. Wohin geht ihr? Ja, nicht dafür. Fahren wir bitte mit meinem Wagen. Stell dir mal woanders hin, vernünftig. Ja, muss ich sowieso. Das ist das rote Auto. Alles klar. Ich danke dir. Sir? Entschuldigung, Sir? Ja, ich rede nur mit Leuten, die mindestens 6-stellig auf dem Konto haben. Deswegen die kurze Abfrage. Ist so eine Art Zertifizierung. Ja, natürlich. Okay, was, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Haben Sie vorhin einen gewissen Finlay Chapman mit sich im Auto geführt? Ja. Ach, das sind Sie der Typ. Okay, natürlich. Alles klar. Der von The Only One noch. Mhm. Der Gutaussehende. Wer sind Sie? Ich bin seine Mutter. Jetzt sind Sie denn? Knackige 28. Knackig, ja, müssen Sie aber sehr früh schwanger. Passen Sie auf. Es tut mir wahnsinnig leid. Also, aber ich möchte nur sagen, dass Ihr Sohn unter freiem Willen die ganze Zeit unter voller Selbstkontrolle und einem lichten Moment für mich den verlängerten Führerschein bezahlt hat. Also den temporären, meine ich. Hat er Sie... Also haben Sie ihn gefragt, oder? Ja, ich habe gefragt, hey, hast du Lust? Und er so, ja. Und dann, okay. Okay, gut. Ich dachte schon, dass Petro ihn irgendwie erpresst hat oder nein, so. Dann nein, ist in Ordnung. Nein. Und es tut mir auch leid, dass ich ihn angefahren habe vorhin. Sie haben ihn angefahren? Ach so, nee, habe ich nicht. Ne? Perfekte Scheiße, okay. Na gut. Alles klar. Ja, dann viel Glück noch und so oder so. Schön, ne? Und wenn Sie, wenn der, wie hieß das mal, Ihr Sohn? Finlay. Ich frag mal, ne? Weil wir wissen ja, heute sind auch die Trennungs- und Scheidungsraten hoch und man will ja auch ein bisschen sein Bestes tun. Die Kinder wachsen ja alle alleine auf. Braucht der Finlay einen Stiefpapa? Das fragen Sie am besten mal meinen Mann. Hallo, Sir. Du bist der Mann? Das ist so richtig. Ja, um Gottes Willen, bei euch rufe ich aber das Jugendamt an. Das geht nicht. Ich sehe doch, dass ihr blöd seid. Das schafft ihr nicht. Bis dann. Ich hab mehr Geld als... Hast du nicht. Das weißt du doch nicht, außer du meterst. So, Supportgespräch gibt's jetzt auch noch. So.